So, einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem sonnigen Abu Dhabi bei 26 Grad. Ja. Heute zeige ich euch, wie ich ein C63S mache von 510 auf 580 PS, nur mit Software. Ja. Und das ist unser neues Gebäude, sind seit einer Woche da drin. Kommt einfach mal mit, ich zeige euch alles. So, da ist das gute Ding, C63 AMG, 510 PS, Baujahr 2019. Der größte Vorteil, den wir hier in Abu Dhabi haben, ist, dieses Modell ist ohne OPF. Das heißt, mehr Leistung möglich, viel geilere Sound wie in Deutschland. Also wenn man in Deutschland diesen 2019er kauft, sind die mit OPF. Der hier hat kein OPF, somit mehr Leistung möglich. Und jetzt zeige ich euch mal das Ding. Also was schon mal gut ist, das Auto gehört irgendeinem, wo was zu sagen hat hier in Abu Dhabi. Sonst hätte er vorne die Scheiben nicht schwarz gemacht. Also in Abu Dhabi ist es so, dass es erlaubt ist, überall die Scheiben schwarz zu machen. Gerade wegen der Sonne, wegen der Hitze. Nur vorne darf man eigentlich gar nicht machen, außer man ist irgendwas Höheres. Also scheint etwas Höheres zu sein, was auch das Kennzeichen sagt. Was Kennzeichen, wie wir sehen, ist 2828. Ja? Ich tippe mal grob, das Kennzeichen alleine sind zwar vier Zahlen, aber 2828 irgendwo 100 bis 150.000 Euro fürs Kennzeichen. Also hat das Kennzeichen einen Wert wie das Auto. Der Babo hat Kohle. Das schaut ja gar nicht mal so schlecht aus hier. Also eigentlich Stufe 1, aber ich sehe hier, der hat jetzt hier ein Ansaugsystem verbaut bekommen von uns. Das haben mir die Jungs verheimlicht wahrscheinlich. Und wie ihr seht, offene Luftfilter mit einer Führung. Und wir haben Methanol genauso verbaut. Das heißt Methanol hier, warum? Wir haben hier in Abu Dhabi immer hohe Temperaturen. Und die Spritqualität ist, sage ich mal, so zwischen 96 und 98 Oktan. Und das Methanol hilft uns dann, gerade die Klopfeigenschaft zu reduzieren und die Ansauglufttemperatur etwas zu kühlen. Wo ich euch auch etwas erzählen werde, ist über die Schubumlaufventile. Schubumlaufventile sind elektrisch hier und sind sehr anfällig. Ich weiß nicht, wer von euch einen C63 hat und wer ihn schon machen lassen hat. Wo es da sehr viele Probleme gab oder beziehungsweise noch gibt, wo viele gar nicht wissen, woran das liegt. Und dann kaufen sie irgendwelche Schubumlaufventile aus Metall von irgendwelchen Herstellern, weil sie sagen, dass die Ventile wegschmelzen. Ja, mir ist auch mal ein Ventil weggeschmolzen, sogar zweimal. Aber ich bin der Sache nachgegangen und habe wissen wollen, warum schmelzt das Ventil weg. Komischerweise nur Bank 2, also praktisch Fahrerseite, Schubumlaufventil schmelzt weg. Das heißt, die Temperatur vom Turbolader, wo rauskommt zum Ladeluftkühler, wo das Schubumlaufventil drinsteckt, muss so heiß sein, dass das Plastik schmilzt. Und da habe ich dann recherchiert, habe mitgeloggt auf dem Prüfstand, wieso, weshalb, warum die Temperatur hochgeht und habe das auch recht schnell rausgefunden. Aber dazu erzähle ich euch nachher mehr. Wenn ich dann die Software schreibe, dann sage ich euch, warum das schmilzt. Dann kann euer Tuner das nächste Mal vielleicht besser machen, wenn es bei euch aufschmilzt. So, hier haben wir zum Beispiel für die gute Traktion Toyo Proxxas R Slickreifen. Ja. Da hat man definitiv mehr Traktion als mit den Seriendingern. Was halt sehr gefährlich ist, wenn es zum Beispiel regnet oder feucht ist oder nass, ja, dann ist es sehr, sehr schwer damit zu fahren. Wobei hier in Abu Dhabi regnet es, glaube ich, 5-6 Mal im Jahr. Von daher sind solche Slicks hier sehr gut. So, ich mache jetzt die Software für den C63. Wichtig hier in Abu Dhabi ist, es ist immer heiß. Die Spritqualität ist nicht die beste, aber wir fahren mit Methanol. Das heißt, ich kann schon mal mehr Zündung fahren als ohne Methanol. Ich würde es so einstellen, dass das Auto nachher so 1,4, 1,5 bar fährt. Ja, das reicht für die Leistung, die wir haben wollen. Und Zündung, dadurch, dass wir mit Methanol fahren, würde ich so einstellen, dass er so zwischen 15 und 18 Grad fahren wird. Und wenn natürlich dann das Methanol aus ist, dass er dann die Zündwindel zurücknehmen kann und dann wird er irgendwo so 10 bis 11 Grad Zündung fahren. Die Software hat 2 Megabyte bei dem Auto und es gibt ein paar wichtige Sachen, die man natürlich ändern muss. Ja. Es gibt zum Beispiel Motormoment in der Funktionsüberwachung, verschiedene Varianten. Ja. Das muss alles mit berücksichtigt werden. So, was haben wir noch, was wichtig ist? Hier zum Beispiel, da möchte ich drauf eingehen. Dieses Kennfeld hier ist maximale Füllung bzw. maximaler Ladedruck, was ich schon oft erwähnt habe.
anhand von Ansauglufttemperatur und Drehzahl. Ja? Wir sehen, das ist jetzt hier die Grenze der maximalen Zollführung abhängig von Saugrohrtemperatur. Ja? Das mache ich, bedate ich so, dass ich das praktisch erhöhe. Ja? Ich zeige euch mal die Füllung. So, Bosch-Füllung. Das heißt, ich erlaube dem hier, wenn es praktisch kalt ist, also wenn die Ansauglufttemperatur nicht heiß ist, eine Füllung von 225%. Ja? Das reicht bei dem Auto. Und oberum, wenn es dann wärmer wird, wieder runter. Beim C63 zum Beispiel gibt es auch so Überwachungen, das heißt, er hat Drehmomentüberwachungen. Viele sagen zu mir, hey Jimmy, hör mal, wie ist denn das eigentlich? Das Getriebe muss man doch mitprogrammieren, das begrenzt doch. Ich sage, nein, muss man nicht, weil wenn man in der Motorelektronik weiß, welchen Schalter man umlegen muss, so dass das Getriebe praktisch nicht begrenzt, dann ist das auch offen. Also man kann mit dem Seriengetriebe vom C63 AMG locker 1000 Newtonmeter fahren, ohne am Getriebe was gemacht zu haben. Es wird nicht rutschen, die Kupplungsdrücke passen, das funktioniert wunderbar. So. Hier haben wir zwei Kennfelder, die überwachen praktisch das Motormoment. Das ist das Offset für das zulässige innere Moment, Ebene 2. Ebene 2 bedeutet so eine Funktionsüberwachung und praktisch in der erweiterten Überwachung nochmal ein Offset. Und das schreibe ich natürlich hoch, dass da keine Fehler kommen. Hier habe ich die Drehzahl ein bisschen angehoben von 7000 auf 7100. Das kann der Motor easy. Das Kennfeld hier ist meine modellierte Abgastemperatur, wo ich natürlich auch mitmache. Hier in dem Fall auch 900 Grad. So, dann gucken wir mal weiter. Ganz interessant sind diese Sachen hier. Das ist in 8-Bit mit dieser Schubabschaltung. Wenn das Auto in Serie das schon programmiert hat, ist es so, dass die da ganz, ganz minimal einspritzen. Das heißt, die Verbrennungstemperaturen bleiben relativ gering im Vergleich zu dem, wenn ich gewollt die Schubabschaltung verzögere. Das heißt, ich verzögere das ja alles, es wird weiterhin noch viel eingespritzt, die Temperaturen sind ja enorm hoch, ja? Und man kann das echt, beim RS6 habe ich es damals echt ganz arg gesehen. Ich bin da zwei, drei Runden gefahren mit der Schubabschaltung und es war furchtbar. Also ich habe die Haube aufgemacht, die Rohre, die haben geglüht, also das war eine Hitze, das ist wirklich schädlich, macht es nicht zu viel. Das ist, ich weiß, die stehen alle drauf auf dieses Geballer und alles, aber es soll immer gesund bleiben, nicht zu lang machen. Und hier jetzt in dem Fall zum Beispiel haben wir so, ihr könnt es hier sehen, das ist das Kennfeld. In Serie macht AMG das auf 0,6 Sekunden, diese Soundaktivierung nennt sich das. Und ich verlängere das praktisch auf 2,1 Sekunden, das heißt, es wird einfach länger geballert. Und das sind alle Werte noch drin, das heißt, wenn das Auto sieht, okay, Temperatur ist jetzt zu heiß, dann macht er das nicht, dann wartet er, bis die Modellierung wieder runterfällt praktisch und dann erlaubt er wieder das Schubknallen. So, wie ihr seht, ist das alles hier geschmolzen und es ist eine ganz einfache Erklärung. Und zwar passiert Folgendes, der Turbolader pumpt und pumpt, versucht Druck aufzubauen. Die Luft kann aber nicht weiter, weil die Drosselklappe einfach zumacht. Ja? Das heißt, aus irgendeinem Grund macht die Drosselklappe vorne zu. Die Luft staut sich, Lader pumpt, Luft erhitzt sich, alles schmilzt, alles geht kaputt. So. Ich weiß natürlich, wie man das hinkriegt, dass die Drosselklappe nicht zumacht, dass es nicht schmilzt. Das heißt, ich kann auch wirklich bis zu 900 PS, wenn die Kolben und alles mitgemacht sind, fahren mit dem originalen Schubumluftventil. Das heißt, spart euch das ganze Geld mit den Metallschubumluftventilen, Schubumluftventil raus. Braucht man alles nicht. Man muss nur wissen, wenn man die Software richtig schreibt, damit die Drosselklappe nicht zumacht, dann passiert auch sowas nicht. Ja? Also wenn ihr da Fragen dazu habt oder euer Tuner oder wer auch immer, schreibt mir einfach, schreibt mir in die Kommentare und ich kenne die Lösung dazu. Ja, und es ist so, das sind halt echt viele Sachen noch, wo man berücksichtigen muss in den Kennfeldern. Es gibt viele Kennfelder zu ändern, würde ich euch jetzt hier alles erklären, dann würde ich wahrscheinlich 2 Stunden hier sitzen und euch alles erklären. Ich weiß, wie es funktioniert. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Ich versuche das zu antworten, so gut wie ich es kann. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch eingestellt, 18 Grad Zündung unter Volllast. In Serie fährt er ja nicht mal so viel. Ja, durch das aber, dass wir Methanol haben, wird er die 18 Grad fahren. Ja, was ein wichtiges Kennfeld ist, zum Beispiel Lambda-Bauteileschutz. Ja, ihr seht es hier. Das ist das hier. Das ist eingestellt in Serie auf Lambda 073. Ja, so fett braucht eigentlich kein
Auto fahren, das ist alles Quatsch, verschwendetes Geld, verschwendeter Sprit, ja. 0,80 bis 0,82, sagen wir so, ist total okay und fetter braucht man da eigentlich nicht fahren, das reicht für die Kühlung und alles. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Einblick bekommen. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, kommentiert. Ich würde es versuchen zu beantworten. Und jetzt spielen wir die ganze Software wieder ins Auto rein und gehen testen. Software ist drauf. Und bevor wir jetzt loslegen, gucken wir erstmal, ob Methanol drin ist. Dann drehen wir mal das Ding auf und gucken, ob da noch Methanol drin ist. Was wir benutzen hier in Abu Dhabi ist 100% Methanol. Das heißt, wir mischen nicht mit jedem Wasser, sondern wir fahren wirklich pur, weil das einfach beste Klopfeigenschaft hat und wir die beste Erfahrung damit gemacht haben. Einzigster Nachteil ist, wenn irgendwas undicht wird, wenn es anfängt zu brennen, dann brennt es aber richtig. Und das Problem ist, wenn Methanol brennt, man sieht die Flamme einfach nicht. Ja? Also ist sehr gefährlich. Nicht nachmachen zu Hause, Kinder, gell? Wie wir sehen, ist der Tank voll. Ja? Wir benutzen hier in Abu Dhabi das System von Snow Performance. Es gibt mehrere Systeme, aber wir haben vor 3-4 Jahren schon angefangen mit Snow Performance. Ja? Da haben die Kinder in Deutschland noch nicht mal gewusst, was Methanol ist. Und wir bleiben bei Snow Performance, weil wir sehr zufrieden damit sind. Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Anyone that ever let me down, forget them forever. My memory's bad, remember me though? My memory's gone. My memory, it limits me, home. No tree huggers, cause all the lumber's gone. Niggas knocking on wood, pass through the hood when it's good and they chopping up wood. Breaking up stems, tilting my brim. With a limp like a pimp, though I'm shaped like a wimp. They put no fear in him, it's just me and the end of my time. Wisst ihr, was cool ist bei dem neuen C63? Die Traktionseinstellungen. Schaut mal hierher. Wenn ich jetzt hier lang auf Traktion ausgehe, ja, dann kann ich mir hier einstellen an dem Drehknopf, wie viel die Traktion regeln soll. Ja. Also ich kann wirklich so machen, dass Traktion sehr gut regelt oder halt rüber drehen, so dass sie ganz aus ist. So ist Traktion ganz aus. Also echt cool gemacht. Ja. Erinnert mich ein bisschen so an den GTR, da hast du ja den Knopf hier in der Mitte. Und hier am Kombi siehst du es hier auch richtig gut, was du dann Traktionssteuerung machst. Ganz aus natürlich, ist immer am besten. Ja. Anschnallen natürlich nicht vergessen, gell? Hier schaut mal. Ja. Der typische Araber. Ja. Kann nicht Piepse auskodieren. Der steckt sich so ein scheiß Ding rein. Aber wie gesagt, ich schnalle mich lieber an, weil Safety first. Dann gehen wir jetzt mal los. So. Gucken wir mal. Dann machen wir erstmal die Messung. Dazu brauchen wir eine lange Gerade. Die haben wir ja hier zu genug in Abu Dhabi, da im Mustafa Industriegebiet. Weil von Kreisverkehr zu Kreisverkehr sind es ungefähr 800 Meter. Das reicht dann schön zum Messen. Ich mache Manuellmodus. Deutlich zu hören die Ansaugung natürlich, also das Ansauggeräusch ist sehr geil. So, vierter Gang, beschleunigen. Und ausrollen lassen. Habt ihr es gehört? Bam, bam, bam. Was wir jetzt machen, ist einmal die Messung 100 auf 200. Dann verbinde ich mich mal mit dem Draggy. Mit dem Draggy. Handy am Steuer. Anzeige ist raus. Na, ballert schön nach, hä? Reinprogrammiert. In Serie sind es 0,6 Sekunden. Ich habe auf 2 Sekunden programmiert. Das heißt, wenn ich vom Gas runtergehe, ballert der halt mal 2 Sekunden nach. Ja. Der Vorteil ist bei dem, der hat es ja in Serie schon. Und es ist so, wenn die das in Serie schon haben, diese Funktion, die ich dann länger machen kann, zum Beispiel von 0,6 auf 2 Sekunden, ist es so, dass die wirklich
ganz, ganz wenig einspritzen, ja, um den Sound zu erzeugen. Somit gehen die Temperaturen nicht so hoch, wie wenn jetzt ein Auto jetzt zum Beispiel das nicht hat, ja, und man programmiert es rein. Das heißt, man macht eine Verzögerung von der Schubabschaltung, ja, dann spritzt es ja weiterhin noch ein. Und dann hast du auch den Sound und alles, aber du hast einen großen Nachteil, weil die Abgastemperatur sehr, sehr hoch wird. Das heißt, deine ganze Hitze, die geht durchs Auslassventil, ja, also da kann echt viel kaputt gehen, wenn das zu viel gemacht wird, ja. In dem Fall hier jetzt ist es so, dass der, sagen wir mal, ja, minimal einspritzt und dann den Sound macht und ich verlängere praktisch nur den Sound. Somit ist die Abgastemperatur nicht so hoch wie bei einem Auto, wo ich dann wirklich die Schubabschaltung verzögere. Ja, beim RS6 oder RS7 zum Beispiel, wenn du das reinmachst, also die haben ja in Serie schon das drin, wenn du aber die Schubabschaltung verlängerst und verzögerst, dann wirst du sehen, wenn du lockst, dass das Lambda dann wirklich so auf 0,85 bleibt, anstatt Lambda 1 bei einer normalen Schubabschaltung. Ja. Und da ist rucki zucki, das machst du viermal und beim RS6, ich habe das mal gemacht, da hat es dann schon richtig gestunken im Innenraum, weil es so heiß geworden ist oben im V, dass das Plastik schon so heiß wird. Also das ist da nicht zu raten. Na, jetzt gucken wir mal 100 auf 200. Oh, Traktionsprobleme, hä? So, 7 Sekunden ist gar nicht mal so schlecht mit dem Pipo drin. Ja? Wenn der Pipo rausgeht, sind schon mal 6,8. Ja? Also 7 Sekunden, C63, knapp 2 Tonnen Gewicht, 1,9 irgendwas. Ja, auf jeden Fall über 600 PS. Das ist schon mal klar. Also hier im Industriegebiet, da besteht alles aus Kreisverkehr, gerade, Kreisverkehr, gerade. Schaut euch mal hier im Navi das an. Ja? Also alles nur gerade Straßen, Kreisverkehr, gerade Straßen, Kreisverkehr. Wahnsinn! Bereit, Libo? Ja. Da kommt halt nichts ran am Sound. Da kannst du so ein M, sag ich besser nichts über ein M. Weil die kriegen das mit dem Sound irgendwie nicht so gut hin. Ich meine, das ist Geschmackssache, klar. Mir persönlich gefällt der AMG-Sound am besten von allen Autos. Da spürst du, in dem Sound spürst du Kraft, spürst du Hubraum. Wenn du so ein M nimmst, da spürst du kein Hubraum, da spürst du einfach nur Drehzahl und lautes Geräusch. Ja, beim V8 AMG hast du so männliche Stimme, ja. Also da sage ich, gibt es nichts Besseres. Was mit Porsche? Porsche? Ja. Ja gut, Porsche hat schon immer ein gutes Sound gehabt, ne? Aber charakteristisch. Ja, Porsche ist ein Sound für sich, also hört sich nicht so brachial, so männlich an wie jetzt AMG, aber hört sich doch sportlich an und gut. Je nachdem, ob der Auspuff gemacht ist oder nicht. So, das ist jetzt mein Logfile. Ich sehe hier eigentlich alles. Ja.
Hier oben habe ich meine Drehzahl. Wie ihr seht, zeichnet es echt schnell auf. Ich habe echt viele Werte hier mitgenommen. Ich habe einmal hier überall die Zündwinkelrücknahme, Zündwinkel, einen Ladedruck, ja, Luftmasse, mein Lambda-Wert und alles, Ansauglufttemperatur und Wassertemperatur. Also ist alles echt tipptopp. Und ich kann euch jetzt sagen, dass das Auto jetzt hier, also ich habe ja euch gesagt, ich programmiere 1,4 bis 1,5 Bar rein, 18 Grad Zündung obenrum, und wie wir jetzt hier sehen, fährt er das alles, weil er fährt hier bei 6.500 Umdrehungen, haben wir noch 1, also das sind ja 2418, man muss ja 1000 Atmosphäre abziehen, das heißt, das Auto fährt einen Ladedruck von 1,4, 1,8, 1,67 Bar, ja, also auch noch bei Drehzahlende, bei 6,9 haben wir noch 1,4 Bar stehen, ja. 1843 Kilogramm Luft die Stunde gehen durch, Zündung 17,2, hier haben wir 18, Rücknahme ist 0 von der Zylinder, das heißt, es findet kein Klopfen statt im Verbrennungsraum, das ist eine saubere Verbrennung, Lambda fahren wir 0,82, so wie ich reinprogrammiert habe, das heißt, es ist perfekt abgestimmt, weil sollte ihm das Methanol jetzt ausgehen und er nur dann normale Sprit fährt, dann wird man hier im Log sehen, dass dann die Zündwinkelrücknahme vielleicht 7 bis 8 Grad ist. Dann werden hier keine 18, 17, sondern 10, 11 stehen. Ja? Und von der Leistung her würde das ungefähr so, ja, 50 PS würde das schon ausmachen, wenn das Auto 7 Grad weniger fährt. Also man merkt das dann deutlich. Ja? Ich habe euch auch das auch schon hier ausgewertet, das Leistungsdiagramm. Wir kommen jetzt auf einen Wert von 624 PS und 850 Newtonmeter. Also die normale Stufe geben wir an 580 PS. Ja, durch das mit dem Methanol und alles, weil die Zündung höher ist, sind es jetzt 624 PS. Ich sag mal, in Deutschland mit 102 Oktan würde ich auch die 620 PS ohne Methanol hinbekommen, mit Serienlader, alles Serie, funktioniert, geht, weil da fahren die Autos auch easy 18 Grad Zündung und da ist auch keine Rücknahme, weil halt einfach die Spritqualität passt. Aber wie gesagt, da muss halt der Sprit getankt werden, aber auch dann, wenn man an der Tankstelle kommt mit nur 98 Oktan oder 95, wäre das nicht so, dass da was kaputt geht, sondern er würde genauso wie hier praktisch anfangen, die Zündung zurückzunehmen und alles safe bleiben. So. Die Maschine ist fertig. Wir haben 625 PS von 510. Kunde wird sehr zufrieden sein. 100 auf 200 Serie waren 9,6, was echt ziemlich langsam ist. Ja, ist auch ein schweres Auto. Man denkt es nicht, aber das ist echt schwer, das Ding. Und jetzt fahren wir 6,8 100 auf 200. Das ist ein Top-Wert. Und ja, wenn ihr mehr von meiner Arbeit sehen wollt, könnt ihr mir gerne folgen auf Instagram, Jimmy Pelka. Dort poste ich eigentlich regelmäßig Sachen, wie ich so gerade arbeite, was ich genau mache. Und ich werde für euch das nächste Video drehen. Kommentiert ruhig in das Video, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Wir versuchen, das besser zu machen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut. Yeah. Left medic and took me go one, baby.